Herzlich willkommen beim Podcast Sommercamp Wege des Herzens. In diesem Podcast lade ich dich ein, dir die Interviews mit allen Referenten, Workshopgebern anzuhören, um mehr von dem Sommercamp zu erfahren, welches uns ein großes Anliegen ist. Wir freuen uns sehr auf die Zeit im Sommer, wenn wir wieder beisammen sein können und glauben daran, dass es etwas ganz, ganz Wichtiges ist, endlich wieder Kontakt und Nähe zu spüren. Sowie sich Gedanken darüber zu machen, wie darf mein Leben weitergehen. Hierbei findest du in den Interviews und dann beim Sommercamp bei den Referenten die unterschiedlichsten Weisen und lerne kennen, was vielleicht auch dich interessieren könnte und dir auf deinem Weg des Herzens weiterhelfen kann. Viel Spaß und vielleicht hörst du ja beim nächsten Podcast-Interview auch noch zu. Ja, hallo, heute möchte ich die Katrin begrüßen und die Bea. Katrin kommt aus der Nähe von Würzburg, am Randgebiet von Würzburg, und die Bea aus Solothurn, das ist in der Nähe von Bern. 30 Kilometer, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Und Katrin hatte eigentlich vor, alleine bei uns einen Workshop zu geben. Da das Sommercamp jedoch ein Jahr verschoben wurde, hat sich auch bei Katrin nochmal ganz arg viel getan. Und sie hat sich mit Bea zusammengetan und ihr habt gemeinsam etwas entwickelt, was ihr beim Sommercamp vorstellen werdet. Ich freue mich riesig darüber, Bea, dass du jetzt auch dabei bist. Ich bin sehr gespannt, was ihr beide heute zu berichten habt über eure Arbeit. Es klingt das, was ich im Vorfeld so mitbekommen habe, einfach nur schön. Ich würde euch nacheinander gerne bitten, dass ihr euch kurz vorstellt, vielleicht noch mal ein bisschen genauer, wo ihr herkommt. Und was euch antreibt, das zu tun, was ihr tut. Ihr dürft euch einigen, wer von euch beiden anfängt. Das haben wir jetzt nicht ausgemacht. Jetzt kommt schon das erste Problem in unserer Harmonie hier. Ja. Ich beginne sonst und die Katrin, die ergänzt dann immer so schön, wie auch in unseren Coachings sie das tut, also so. Von Eindruck, Ausdruck. Ja, ich komme, wie man hört, an meinen Dialekt aus der Schweiz, Solothurn. Wie gesagt, du hast richtig gehört, 30 Kilometer von Bern, ist im sogenannten Mittelland. Also hier sind oben Berge, unten Berge und so. Ja, wer bin ich? Ich bin geschieden, Mutter von zwei erwachsenen Söhnen und lebe seit 15, 16 Jahren alleine und bin seit 30 Jahren, über 30 Jahre habe ich als diplomierte Fachfrau Gesundheit gearbeitet, im Krankheitswesen, aber gesund, und habe aber immer auch als Medium, Jenseitsmedium gearbeitet. Da habe ich Zirkel geleitet, habe Ausbildungen gemacht, und auf diesem Weg bin ich im Zusammenhang mit Gesundheitsarbeit, mit meinem Beruf und dieser energetischen Arbeit, bin ich im Laufe der Jahre auf Human Design gestoßen. Also das heißt, Human Design hat mich gefunden. Und als ich es das erste Mal sah, habe ich gesagt, nein, ich will jetzt davon nichts wissen, weil ich will jetzt nicht schon wieder Numerologie, Astrologie, habe ich alles schon, das will ich jetzt nicht auch noch. Und habe es dann auch einfach sein lassen. Etwa 3-4 Jahre später kam wieder jemand und sagte, hey, hast du von Human Design? Habe gesagt, ja, gut, Kollegin, ich lass mal was machen. Und dann hat sie mir da etwas in die Hand gedrückt, geschrieben, und ja, ich habe sie gefragt, sie konnte nicht beantworten. Habe gesagt, nein, das ist sicher nicht, das ist zu kompliziert, so eine komplizierte Sprache. Aber kurz darauf kam eine Freundin auch aus den spirituellen Kreisen, wo wir immer mit Meistern und Retreats und so weiter waren. Du, hast du von Human Design? Das ist das Beste, was ich jemals. Und dann habe ich so, das dritte Mal, also jetzt will ich da näher hinschauen. Habe mich dann wirklich hingesetzt und auch mit der Energie und allem und habe begriffen, dass Human Design eine Brücke darstellt für die Menschen.
von der energetischen Arbeit eines Mediums oder wen auch immer energetisch arbeitet, bildet es das so quasi auf einem, ja, man sagt dem Chart ab, man kann es anfassen, man kann es anschauen, plötzlich sieht man die Energien. Man muss nicht nur erraten, was geht damit oder nicht. Also ich hatte plötzlich ein Werkzeug, wo die Menschen sagen, ja, ich will mehr über diese Zahlen wissen, über diese Linien. Und dann konnte ich mit der Energiearbeit viel, viel mehr die Menschen erreichen. Die Angst ging auch verloren, also die Berührungsangst, sag ich mal so, mit der Energiearbeit. Und Katrin und ich haben uns vor längerer Zeit getroffen in einem Coaching, wo wir mit einem Mentoren, um was ging es eigentlich genau, Katrin? Das muss ich jetzt dir übergeben. War das Andreas? Nee, es war noch um einiges früher, es war ein Jahr früher, aber jetzt haue ich mir vor Freude hier gleich den Tisch um. Positionierung, Aufstellung im Internet, im Endeffekt so die Basics zum Online-Coach. Ja, also was du alles brauchst. Genau. Genau, ganz genau, das war das. Ja, ich bin ein Mensch, der gerne Erfahrungen macht, und zwar alle Erfahrungen im Leben. Also ich kann an den tiefsten Punkt gehen, an die höchste Höhe, und durch dieses Spirituelle, durch den spirituellen Weg habe ich auch sehr viele eben jenseitige, natürlich sowieso als Jenseitsmedium bin ich da schon drin, aber ich habe es auch selber körperlich erfahren. Also man sagt ja, es gibt einen Spruch, stirb im Leben, bevor du lebst. Und bevor du stirbst, dann lebst du. Und ich muss sagen, also dann letztendlich ist man dann 1000 Tode gestorben, aber immer wieder auferstanden oder erwacht. So wie wir das jeden Tag tun oder jeden Abend gehen wir schlafen, wir wissen nicht, wo der Körper ist im Tiefschlaf. Und am Morgen sind wir wieder wach und sind da. Ja. Genau, ja. Ja, das ist so. Durch diese Erfahrungen, tiefe Tiefen in meinem Leben, habe ich auch gelernt, dass jede Krise, und das ist jetzt nicht nur so eine Phrase, sondern wirklich jede Krise die größte Chance in unserem Leben ist. Jede, egal welche Krise. Ja. Also ich habe eben Trennungen, Scheidungen, ich habe Krebsdiagnosen, ich habe alles gehabt, ich habe Nahtodeserfahrungen, alles. Also ich glaube, das Leben hat mir die Chance gegeben, alle Bereiche mal selbst durchzuleben, damit ich dann die Menschen auch da wirklich begleiten kann. Ich habe dann als diplomierte Fachfrau Gesundheit auch mich spezialisiert auf Sterbebegleitung, spirituelle Sterbebegleitung mit Ritualen, mit allem. Und immer integrativ, dann die Kinästhetik, alles mit eingebracht, basale Stimulation, einfach alles, was Mensch ist. Das ist auch meine Vision, dass wir als Mensch uns wieder begegnen, als Mensch, von Herz zu Herz. Ja. Wow, sehr schön. Vielen Dank, liebe Bea. Danke dir. Sehr berührend. Ja, Katrin, magst du jetzt trotzdem noch was von dir erzählen? Du bist gerade selber noch mal wieder so berührt. Ich kann Stunden zuhören. Ich finde, die Bea hat eine ganz, ganz wunderbare Art, tiefe Spiritualität, also wirklich diese Umfassung, diese Größe, diese Weite der Spiritualität so leicht zu vermitteln und ohne Zwang und ohne Muss und wenn du und ohne Bedingungen, ja, also diese Öffnung des Raumes. Und im Endeffekt habe ich durch die Bea, ich weiß gar nicht, wie ich's ausdrücken soll, also ich habe natürlich einen ganz, ganz anderen, wir arbeiten ja nicht nur miteinander, so zu nebeneinander oder miteinander, sondern auch die Bea hat sehr intensiv mit mir gearbeitet, auch wenn sie das nicht so empfindet, aber einfach dieses Dasein
Und ich habe in der Zeit, wo wir uns begegnet sind, seitdem wir uns begegnet sind, einen ganz, ganz anderen Zugang zu mir und zu meinem Körper, vor allen Dingen auch zu der Sprache meines Körpers gefunden. Du warst gerade weg. Ja, meine Katze, das allererste Interview, wo meine Katze stört. Ah, ja. Wie schön, ja, die möchte mithören. Ja, ich habe diese Wandlung, also ich habe Bea, glaube ich, in deinen Chats oder bei deinen Posts so vor gut einem Jahr, anderthalb Jahren das erste Mal so wahrgenommen. Bea, wo du sehr nah dran warst, auch immer an Katrin. Mhm. Und das, ja, Katrin, das ist spürbar auch, das, was es mit dir gemacht hat. Kann ich dir, wir sehen uns ja nicht so oft, aber das, was ich wahrnehme, ja, ist da echt eine tiefe Wandlung passiert. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, wir haben uns noch für die Maren, also wir zwei sind uns ja begegnet auf einem ganz, ganz anderen Niveau und auf einem ganz anderen Setting von Aufregung, Konkurrenz, Kampf, Anstrengung, laut, erster, höher, schneller, besser. So. Also wenn ich das jetzt... Wo wir beide nicht begeistert von waren. Eben, wo wir uns dann begegnen mussten, weil wir sind uns gegenseitig aufgefallen. Also irgendwas war da so, dieses, was die eigentliche Abneigung hat uns beide zusammengeführt und wir haben gesagt, irgendwas, da fühlt sich's nicht so wohlig an. So. Meine Geschichte, ich bin zwar jetzt bei Würzburg, habe aber ganz, ganz viele Stationen auch in meinem Leben gehabt und unter anderem als Kind habe ich in Namibia gewohnt, 11 Jahre. Habe mich dann bin ich nach Heidelberg gekommen, habe dort Logopädie gelernt und relativ schnell erkannt, dass der Bereich Stimme in der Logopädie für mich faszinierend war. Mhm. Vielleicht war es auch nur eine Bestätigung, das war es schon immer als Kind. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich hatte schon immer eine Faszination für Stimmen und für Ausdruck. Ja, also mich haben da Menschen begeistert, die das fand ich einfach spannend. Ja. Alles, was so zum Ausdruck getragen wurde und dieses Spielerische auch, also spielerische Umgehen mit Stimme, Ausdruck und dem Körper. Ja, dann war ich eine klassische Logopädin, ich sage es mal in Anführungsstrichen, hatte dann auch 11 Jahre in Namibia meine logopädische Praxis und habe natürlich vorwiegend mit Menschen mit Diagnose gearbeitet. Mhm. Und bin dann 2011 nach Deutschland gekommen mit den Kindern, also ich bin auch geschieden, habe 3 Mädchen und dann habe ich mich ja gegen die Form einer Praxis, einer medizinischen Praxis entschieden. Habe erkannt, da ist, ich möchte nicht nur mit Diagnosen, mit festen Therapiemöglichkeiten, die vorgeschrieben werden, vielleicht auch noch befristet sind. Da konnte ich mich nicht mehr damit identifizieren und habe so die Stimme mehr und mehr rausgearbeitet zu meinem Lieblingsbereich. Besonders wichtig wurde es, als ich dann tatsächlich auch selber die Stimme einfach verloren habe und ohne Diagnose. Ich habe es auch nicht diagnostizieren lassen. Der Weg von Bea und mir, also wie gesagt, diese Begegnung im Coaching, hat so angefangen, dass wir uns gegenseitig gelesen haben, wahrgenommen haben. Also in dem auch da wieder dieser Ausdruck. Ja, also wir hatten beide einen Eindruck von dem anderen, wie derjenige sich ausgedrückt hat. Und genau so ist das auch heute in unserer Arbeit. Also wir verleihen Eindruck. Das macht die Bea dann immer. Ja, sie kann diesen wunderbaren Eindruck von den Menschen sich selbst zu erfahren geben und ich führe das dann in den Ausdruck. Und das ist im Endeffekt, ist es die Kombination und das Vereinbaren von der inneren und äußeren Stimme. Ja. Kann ich so verstehen, Bea, dass du den Menschen ganzheitlich praktisch wahrnimmst? Ja. Ihm einen Spiegel dann vielleicht auch bist von dem, was du wahrnimmst? Ja, ich erkläre es immer so, wenn ich
Menschen in der Energie lese, sehe, ich sehe nur die Energien. Und ich sehe dann keine Körper oder Spannung oder so irgendetwas. Ich nehme es wahr, dass die Energie sich verändert, aber ich kann sie, ich bin so verbunden mit der Seele, weil wir zusammen in ihre Seele reisen. Also wir machen quasi zusammen eine Seelenreise zu sich selbst. Und währenddem beobachtet eben Katrin und sie sieht dann natürlich die Spannung oder auch die, sie nimmt die Stimme wahr, wenn sie mit mir sprechen. Ich nehme einfach die Schwingungen und Frequenzen wahr. Und da bin ich, also sie ist eigentlich mein Auge, ja auch unter anderem. Aber mittlerweile natürlich ebenfalls genauso auch nimmt auch die Katrin diese Schwingung und Frequenzen auf. Also wir merken auch, dass innerhalb des Coachings wir uns immer mehr eins sind. Also wir sind eigentlich eins. Also wenn sie einen Gedanken ausdrückt, habe ich doch vorhin gedacht. Oder wenn ich was denkt, sie, das habe ich doch vorhin gedacht. Also es ist so, wirklich diese Einswerdung, dieses Eins und Eins. Und dann entsteht etwas Drittes. Und dieses Dritte ist dieses Magische, was dann die Menschen, die mit uns gehen, auch aufnehmen und wo sie dann auch geborgen sind drin. Und das ist halt einfach pure Liebe und das ist wirklich schön, ja. Also ich muss euch jetzt auch mal rückgeben, nachdem ich jetzt kurz hier abgelenkt von meiner Katze war, ich muss jetzt tatsächlich eine Wasserspritze holen, damit sie hier nicht länger stört, weil mich das tatsächlich in Anspannung gebracht hat. ist es jetzt aber tatsächlich so, dass ihr beide mich so berührt, dass mein Herz ganz arg kribbelt und sich ausweitet. Okay. Oh, schön. Das möchte ich euch gerne mitgeben rückmelden, weil ich glaube, dass das genau das ist, was ihr euch auch wünscht, von den Menschen, mit denen ihr arbeitet. Ja. Und das vermittelt ihr ganz doll zusammen. Das ist wirklich ganz wundervoll. Danke. Und danke. Also das ist das, was diese Geschenke sind. Und das Lustige, sag ich mal so, wir haben nichts entworfen, wir haben nichts geplant. Wir sind so geworden. Also es ist geschehen. Es war nicht geplant. Es ist tatsächlich aus einem Moment heraus entstanden, wo wir einen Menschen quasi aufgerichtet haben, weil er mit uns im Zoom-Raum war. Und daraus ist das entstanden. Und dann hat die Bea eben nochmal näher hingeschaut zu unseren Human Designs. Und es ist ein Ineinandergreifen und also eine Harmonie von den Energien. Wir müssen nichts tun. Ja, bei uns gibt es auch kein vorgefertigtes Rezept und Konzept und auch kein Workbook, weil, ich habe es jetzt gerade neulich so gesagt, jeder trägt sein eigenes Workbook, trägt er bei sich, das ist alles da. Und wir helfen da immer nur mal wieder hinzuschauen, ja, und dass man diesen Mut hat, da drin zu blättern. Und je mehr man da drin blättert, umso schneller findet man die richtige Seite, wo man gerade sein möchte. Ja, und genau, also das fand ich gerade sehr spannend. Das passt für mich auch viel besser, genau das, was auch eure Arbeit ausmacht, als das, dass du sagst, es ist einfach geschehen. Ich glaube, es war in euch genauso da. Also ja. Und ihr dürft es wieder hervorholen. Ich mache gerade einen Kurs in Wundern, die Jahresbegleitung. Ah, ja. Wir sind jetzt bei Tag 28 und ich spüre das unglaublich mittlerweile, was auch damit gemeint ist. Und das funktioniert ihr beide mir auch. Ja. Es ist alles in uns. Es ist nur vergraben in dem, was uns geprägt hat, was wir vielleicht erlebt haben. Und wir dürfen einen neuen Blick auf das Erlebte und das Geschehene haben und auch auf uns haben. Ja, also, und dürfen das Göttliche praktisch auch wieder in uns finden und das, womit wir auf die Welt gekommen sind. Absolut, ganz genau. Also oft sage ich auch den Menschen, wenn ihr mit mir arbeitet, bekommt ihr nichts. Einfach nichts. Was wir aber tun ist, wir nehmen euch alles weg, die Schleier,
die Konditionierungen, die nicht ihr seid. Mhm. Und dann kommt einfach das wahre Ich, das natürliche Selbst. Und das will leben. Und dann entdecken wir wieder diese Großartigkeit, die wir sind. Das ist nicht einfach nur ein Klumpen Fleisch mit vielleicht Haaren und was, sondern das ist grenzenlos. Und diese Großartigkeit, dieses spirituelle Herz wirklich auszuweiten und unsere Fähigkeiten, alle Menschen sind mit diesen Gaben ausgestattet. Und die müssen nicht von außen kommen, weil die haben wir in uns. Und Human Design drückt das dann auch aus in den verschiedenen Typen, wie das ineinander zahnt. Und wenn das eine dem anderen hilft, auch wirklich gut dazustehen, sein Leben auszuführen, dann hilft es gleichzeitig, das eigene Leben auszuführen. Also das greift so ineinander. Und das ist einfach das Großartigste, was es überhaupt gibt. Ja. Sehr schön. Ich finde, ihr beide habt jetzt schon mal ganz arg schön beschrieben, wie ihr oder was euch das Wichtigste an der Arbeit ist. In was für einem Umfang, also wie viele Menschen könnt ihr euch vorstellen bei einem Workshop beim Sommercamp, um mal zum Sommercamp rüberschwenken zu können? Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht, wie ihr, also ich nehme wahr, dass ihr kein wirklich vorgefertigtes Konzept habt, wie ihr dorthin kommen möchtet. Ihr möchtet dort sein. Doch in welchem Umfang stellt ihr euch das vor? Du hast ja gesagt, es gibt den zeitlichen Rahmen von 3 Stunden. Und da ist es für uns absolut denkbar, zwischen 10 und 12, mit 10 und 12 Menschen zusammenzuarbeiten, dass jeder in diese Erfahrung kommt. Ja, und wirklich auch gleich die Erfahrung hat, wie wirkt das auf mich, wie wirke ich nach außen? Und dann auch am Körper zu schauen, ja, was macht der Ausdruck? Und das ist gut, denkbar. Auch in systemischer Aufstellung ist es möglich. Ich bin auch systemisch ausgebildet, dass wir da Aufstellungen machen in diese Energien, Frequenzen, Schwingungen. Und dann können sie miteinander interagieren, ohne dass sie sich berühren. Es ist eine unglaublich schöne Erfahrung. Also da ist eigentlich Grenzenlosigkeit auch da möglich. Ja. Das heißt, ihr macht so ein oder zwei Workshops, circa 2,5, 3 Stunden mit 10 bis 12 Menschen. Wenn wir mal gehen. Ja. Okay. Ja. Ihr habt beide auch schon beschrieben, wie ihr zu dem gekommen seid, was ihr heute macht, was so euer Weg gewesen ist. Katrin, die habe ich akquiriert praktisch fürs Sommercamp. Aber ja, was hat dich dann am Ende motiviert zu sagen, ich bin dabei? Und Bea, wie konntest du mitgerissen werden? Ja, wie gesagt, also dadurch, dass wir uns kennen, ich finde einfach deine Vision und deine Mission so wundervoll. Ja, also weil du wirklich groß denkst und viele, viele zusammenbringen möchtest und eben auch diese Verbindung herstellen möchtest. Und das finde ich fantastisch. Wer kann da Nein sagen? Genau. Und als Katrin mich angefragt hat, dann bin ich immer sofort da drin, was da geschieht. Was sind da für Schwingungen? Was sind da für Energien? Und die sind so rein, die sind so klar, die sind so voller Liebe für die Menschen, für alles. Da sage ich nicht Nein. Und ich spüre es sofort, ob ich Nein oder Ja sagen darf und soll. Und für mich kam nur ein Ja. Das Nein war gar nie im Raum. Gar nie im Raum. Ja, freut mich unglaublich. Ja. Genauso klar wie für mich. Also für mich ist wirklich auch nach wie vor klar, dass es stattfinden wird. Ja, schön. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, entnehmen,
Nehme ich es richtig wahr, dass es für euch so beim Sommercamp das Wichtigste ist, dass die Menschen mitnehmen, dass die Liebe in ihnen ist und dass alles, was sie verborgen haben, einfach wieder hervorkommen darf und aufgeräumt sein darf, um sich zu zeigen und um sich zum Ausdruck zu bringen? Ja, sehr gut zusammengefasst, absolut. 100%. Ja, 100%. Wie hast du es so schön ergänzt noch, Bea, sich endlich zu trauen, das zu sagen, was ich fühle und nicht das, was ich denke. Genau. Ich habe auch den Ausdruck radikale Selbsterlaubnis geprägt. Und darum geht es, wirklich das sagen zu können, was wirklich in mir ist und nicht, was das Außen vielleicht hören möchte, wollte, täte, sondern das, was in mir ist. Und das zu sagen ohne die Angst, ohne Scham, werde ich jetzt gleich abgelehnt, weil ich bin, wer ich bin. Weil wir sind alle so gewollt, wie wir sind. Und dieses Gewolltsein will in diese Welt gebracht werden. Ja, Gott hat uns bewusst geschaffen, wie wir sind. Genau. Nicht, um anders zu sein. Genau. Ja. Ja, was möchtest du, liebe Katrin, für dich mitnehmen vom Sommercamp? Wunderbare Begegnungen und ich habe keine Erwartung. Weißt du, ich lasse es auch einfach da. Ich bin dann da. Und heute weiß ich es noch gar nicht. Okay. Ja, hast du eine Idee, oder kommst du auch einfach, um dich überraschen zu lassen und berühren zu lassen? Ich bin immer geführt. Und wenn ich da bin, dann ist es, weil ich da sein darf und da sein soll. Und die Menschen, die mir da begegnen, die Erfahrungen, die ich da mache, die sind eh unbezahlbar. Also für mich, klar, keine Erwartung. Bin auch aufgewachsen. Erwarte nichts, erhalte einfach alles. Wow, das durftest du in deinem Aufwachsen mitbekommen. Ja, ja, ja. Das ist wundervoll, dass wir ja dürfen. Ja. 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 Großartig. Mhm. Ja, was für ein Projekt ist im Moment euer Weg des Herzens? Ich weiß, ihr seid gerade fleißig und aktiv. Was macht ihr gerade? Verbindung herstellen. Also, was machen wir gerade? Wir erreichen gerade viele. Das ist schön. Genau. Weil, und ich denke mal, unser Projekt, wenn du so sagst, ist, einen anderen Ausdruck mitzunehmen in die neue Zeit. Dass wir, also wir betrachten natürlich tatsächlich auch die Marketingseite, ja, die Businessseite. Ich bin der Meinung, dass sich die Kommunikation und der Ausdruck im Business radikal verändern wird. Und ja, das ist gerade so unsere Mission, das zu verbinden mit Mut des neuen Ausdrucks, ein Business aufzubauen. Und da begleiten wir im Moment ja die meisten Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, in eine Stabilität, die ins Neue übertragen werden kann. Mhm. Im Moment macht ihr das Ganze online. Habt ihr das vor, auch irgendwann offline zu machen? Ja. Ja. Vielleicht ergänzend zum Projekt. Wir haben jetzt einzelne Menschen, die merken, was es für eine Kraft in sich ist. Und jetzt ist unser Projekt, all diese Menschen zusammenzuführen in einen Raum, damit sie sich gegenseitig weiterhin zum Erblühen bringen können, damit sie merken, ich bin nicht allein. Das sind viele. Und je mehr da werden, umso kräftiger ist diese Botschaft einfach der Verbundenheit. Und nichts anderes braucht es, glaube ich, auf dieser Welt, in dieser Welt im Moment. Ja. Das ist auch meine Meinung oder mein Gefühl. Also Meinung ist ja wieder immer so kopfgesteuert irgendwie. Mein Gefühl ist es auch, ja, und vor allen Dingen auch weg von diesem Konkurrenzdenken. Ja, absolut. Hin zu
Wir tun es gemeinsam, ja. Und genau das. Genau das. Ich muss nicht alles können, sondern es darf jemand anders neben mir sein oder mit mir sein, der mich ergänzt. Genau. Und also so handhabe ich das sowohl, also in meiner Facebook-Gruppe oder auch jetzt mit dem Zentrum dann, wo man sich gegenseitig auch so viel geben kann, ja. Also richtig. Der eine hat Reiki, der andere hat Akupunktur. Ja. Ja. Wo man gar nicht viel, ja, dass man nicht viel woanders auch hingehen muss, sondern sich gegenseitig stärken kann und um die Gemeinschaft zu stärken. Genau. Und und auch sich gegenseitig zu stärken. Absolut, ganz genau. Das ist auch der Weg in die neue Zeit. Was ist mein Stamm? Also Stamm so wirklich, was ist meine Familie und wo befruchte ich mich und damit auch die anderen? Das ist ja neue Zeit. Ja, Wandel. Ja. Ja. Da sind wir auf dem, also ich empfinde das auch als einen sehr schönen Weg, auf dem wir uns befinden. Unbedingt, unbedingt. Auch wenn er vielleicht im Moment noch nicht von jedem gerne so gesehen wird und viele noch die Augen verschlossen haben, aber ich glaube daran, dass es immer mehr Menschen sein werden, die die Augen öffnen. Und ja, ihre Herzen öffnen. Ja, mal die Augen schließen, ja, dass sie mal gucken, dass sie nach innen schauen können. Und wir sind ja visuell auch überflutet. Ja. Ja, und überbedruckt quasi. Ja. Ja, wir haben heute zueinander gesagt, im Grunde ist jetzt fast die Spitze der Krise, es wird so immer enger, aber heute haben wir nur Rückmeldungen von absolut glücklichen Menschen gehört, die haben gesprudelt vor Lebensfreude. Und da ist nicht Krise oder oh nein, Mangel, sondern da ist die Fülle. Und wenn wir diese Fülle teilen miteinander, dann gibt es gar keinen Mangel mehr. Also das ist meine Meinung, ja? Mhm. Ja. Ich bin total froh, dass ihr beim Sommercamp dabei seid. Vielen Dank, wirklich. Sehr, sehr, sehr berührend. Und ich freue mich total, also diese Interviews und jetzt auch nochmal das mit euch, das gibt mir auch nochmal zu euch allen so eine Verbindung. Ja, ich finde das ja auch toll, diese Zeit, die du nimmst in dieser Vorbereitung, dass du auch schon so dieses Gefühl dieser Größe, was da alles wächst, ja, kannst du ja jetzt alles, du kannst ja jetzt wirklich dir deine Gerichte kochen, ja, und schon kreieren, was da alles möglich ist. Also das ist ja für diesen Prozess auch total schön, dass du da so einsteigst und das im Vornherein schon so verbindest, wie es eben im Moment möglich ist. Ja, sehr schön. Mir selber ganz wichtig, ja, auch mit euch in Verbindung zu sein. Sehr schön. Vielen Dank. Möchtet ihr noch irgendetwas Wichtiges zum Ende sagen? Gibt es noch so einen Abschlusssatz von jedem von euch? Ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich wahnsinnig, weil es findet statt. Ja. Ja, es gibt nichts zu tun, packen wir das an. Ja, genau. Ja. Das genau, also ja, es wird einfach nur gut oder ist schon gut, ja. Ja, freue mich auch. Ja, und natürlich, dass die Welt Liebe empfängt, ja, Liebe. Ja, endlich. Dass jetzt, dass dieses stattfinden kann, ja. Diese Wärme jetzt raus, es fühlt sich so an, dass es kommt. Mhm. Ja, ich möchte mich ganz arg bei euch bedanken. Ja, danke dir. Danke sehr für die Einladung. Das darf ich mit in meine Nacht heute nehmen. Da freue ich mich. Und das ist jetzt ein schöner Abschluss meines Tages. Danke. Vielen, vielen Dank, Marlen. Ich danke euch sehr und wünsche euch eine wunderbare gute Nacht.
Danke, Dankeschön. Das wünsche ich danke. Dir auch. Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Ja, das war wieder ein super spannendes Interview mit einem unserer Referenten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.